Montags und Feiertag ist man dienstags noch im Feiertagsmodus, oder? Naja. Ach, je. Feierabend. Es ist jetzt gleich hoppala, halb sechs. Ich bin seit circa, also kurz vor fünf zu Hause. Ganz komisch. Ja, mein Kaffee steht ja auch schon bereit. Na, in meine Eichhörnchen lassen. Jo. Katzen fliegen tief. ja. Mann, 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 Mann. Rambazamba hier. Daniel auch schon Feierabend, also von neuem. Alles schick, alles schön. Ich bin gerade schon mehr die Katzen. Ich bin Nellies. Absolute Spinnen-Nellies. Was ist denn hier los? Ja, ansonsten lese ich jetzt erstmal weiter in meinem Buch. Habe ich beschlossen, weil ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Ich habe zu wenig getrunken heute. Ja, egal. Passiert. Und lese jetzt die nächste Kurzgeschichte hierin. Dass ich die erste nicht so gut war, habe ich ja schon gesagt. Ne? Die hat mir nicht so gut gefallen. Jetzt kommt, lasst mich kurz gucken. Die Frau aus dem Elfenhügel von Paul Edwin Zimmer oder Paul Edwin Zimmer. Das klingt so halb deutsch, halb englisch. Ich weiß nicht. Ja. Jetzt werde ich das lösen. Ich lese übrigens dann auch Todesfrist unterwegs. Also ich nehme jetzt nicht mehr Kindle oder so mit. Und ein Kapitel von dem anderen Buch muss ich auch noch lesen. Genau. Und mindestens einen Block muss ich jetzt aber beschneiden. Ach je. Na, so ähnlich, ne? Muss ich noch schneiden. Ist ja schon eingelesen sogar. Ja. Muss ich nur noch schick machen. Es jault. Genau. Das ist der Plan für heute erstmal. Und dann gucken wir mal. Viel Zeit ist ja auch nicht mehr. Aber dann nur noch morgen und dann ist schon wieder die Woche um. Also, Arbeitswoche. Ach, so könnte es jede Woche sein. Das ist schön. Nun gut. Dann sehen wir uns später. So. Ach, Heide. Ab in die Falle. Ne? Tschüss. Ja, tschüss. Ja, hab heute nicht viel gefilmt, weil es auch nicht viel passiert. Ich habe nicht mal die ganze Geschichte gelesen in dem Fantasy-Buch. Aber sie ist auf jeden Fall besser als die erste. Das kann ich schon mal sagen. Und meine Lieblingselfen kamen dran vor. Schwarzhaarige Elfen mit grün-brauner Kleidung. Ja, finde ich schon mal schön. Ja, ich habe auch nicht geschafft, den Blog zu bearbeiten. Irgendwie ist so ein Tag, wo man relativ spät nach Hause kommt. Für Popo. Passiert aber nichts. Nun ja, so sieht's aus. Morgen noch und dann. Ist es schon wieder geschafft? Oder ein bisschen mehr Zeit. Ich muss morgen nicht ganz so früh schlafen gehen und so weiter. Ja, und mal gucken, ob die Leute wieder so früh angemacht, morgen wieder so früh angemacht kommen. Um 4:30. Wow. Heubuja. Okay. Ich denke, ich sage euch gleich nochmal gute Nacht und dann wird es das wieder gewesen sein. Relativ kurz, aber nun ja. Ich muss erstmal die Vlogs bearbeiten. Ich komme nicht hinterher. Das nervt mich schon ein bisschen. Ja. Offen hat es ja schon, aber irgendwie bin ich nicht dran gesessen. Ich wollte auch die Geschichte erst lesen, aber es hat nicht. Ich habe den ganzen Abend dran gesessen. Oder Nachmittag, Abend. Egal. Passiert. Gut. Dann bis gleich nochmal. Da ist sie! Ich soll gute Nacht sagen, hat sie gesagt. Du kannst dich aber auch filmen. Nein, das will keiner sehen. Machen wir nochmal. Nein. Wieso denn? Was heißt denn, ihr geh weg? Da ist er wieder. Oh Gott, wie sehe ich aus? Oh, Seitenscheitel? Fussel? Ja, ich muss zum Friseur. Friseur? Ja. Aber nur ganz früh, ne? Richtig, später macht nichts gut. Friseur ist besser. Von dir wieder. Ja, Oliver. Doch. Nein. Ich hab nicht so lange. Katzenhaar. Klar. So lang. So lang ist ein Katzenhaar. So lang. Den anderen Finger seht ihr leider nicht. Der geht bis zur Kamera. Also von hier bis da. Na klar. Ja. Na klar. Ja, warte, du hast da was. Auf, bitte nicht. Nein, bitte, doch. Bitte nicht. Sei mal nicht so. Sie sagt immer bitte nicht, aber eigentlich mag sie's. Stimmt ja gar nicht. Nur bis zu einem gewissen Erzähl Grad. Nicht. Na klar, du stehst drauf. Siehst du?
Sag ich doch. Wie war dein Tag? Ich weiß nicht. Geht so. Hätte schlimmer kommen können. Ja. Und so? Was? Und du? Oh, geht so. Oh, geht so. Yay! Dann bist du kommen können. Baldes Wochenende. Noch morgen. Ja, das ist die Woche schon wieder um. Oh mein Gott, das ist wieder Sonntag und wieder Montag und oh. Nee, so schnell noch nicht. Nicht? Mal gucken, drückt uns mal die Daumen mit Freitag, gegebenenfalls mit dem Wetter. Wie? Nee, nicht Freitag, Samstag, Sonntag. Samstag, Sonntag mit dem Wetter? Ja, wir müssen ja Freitag einkaufen gehen. Achso, du meinst ja dann, achso, stimmt, na macht ja nichts, okay. Na mal gucken, wie Samstag wird. Momentan ist die Wettervorhersage ja... Oh, echt? Ja. Das ist ja blöd. Also irgendwie eine Mischung aus Gewitter und Regen und kalt. Bäh. Ja. Das einfach nur bäh. Die ganze Woche soll eigentlich nur trüb sein. Und ab und zu Regen. Ab und zu Regen, weil das doch ganz viel geregnet. Ja, heute. Kriegt ja von Rest der Woche. Achso, das hast du nicht gesagt. Hab ich doch gerade eben gesagt. Du hast gesagt, die Woche. Spul zurück, die Woche. Ja, was ist denn die Woche? Die Woche, du kannst die Woche nicht auf heute die beziehen. Die Woche ist schon 2 Tage alt. Warte mal, ja, was stimmt denn? Doch so. Du kriegst Hauer. Du brauchst das. Wieso nicht bösartig? Unbedingt. Nee, will ich nicht. Kein bisschen. Ja. Gut. Es ist schon wieder sehr spät. Ja, viel zu spät. Betty will wieder früh aufstehen. Viel zu früh. Und da hilft nicht mal mehr das Heldenshirt, weil das hält keiner aus auf Dauer. Oh, nein, mich nicht daran, Leute. Dieser bekloppte Kater. Da wurde er sogar wach. Also, wer den Kater nicht kennt, der denkt, hat der Arme sich was getan? Geht's ihm gut? So ein Katzenjammer, wirklich. Am frühen Morgen, im wahrsten Sinne des Wortes. Da ist halt nicht nur Mau, Mau, ja, ja, ja. Mau. Wenn's mal Mau, Mau wäre. Ja. Furchtbar. Wirklich ein Tonladen. Ja. Wenn man ja aufsteht. Das hier jammer. Hunger, Hunger. Und wenn man nicht reagiert, dann gibt es so einen Ton wie... Ich spring schnell über dich rüber, so schnell, dass du mich nicht kriegen kannst. Nächste Methode ist, ich suche mir irgendwas im Schlafzimmer, was Krach machen könnte. Hervorragend geeignet, vorzugsweise Plastiktüten. Wenn man da irgendwie noch alte Socken drin hat, die man aussortiert oder sonst was. Da kann der Kater gut rausspringen und rumrascheln und schnell wieder rausrennen. Damit man ja nicht die Möglichkeit hat, ihm ja irgendwas an den Kopf zu schmeißen. Du hast mir auch stundenlang auf die Folter gespannt. Das muss man dazu sagen. Ich war müde. Ja, jetzt hätte er weiter schlafen können. Mach ich auch mal ich so. Bin ja nicht mal hochgekommen, so müde war ich. Ich war einfach fix und fertig und der Kater hat mich fertig gemacht. Ich habe den Kampf aber gewonnen. Er hat ihn aufgegeben nach weiß ich nicht wie viele Stunden. Aber er hat es echt geschafft, mich x-mal wach zu machen. Ja, deswegen stehe ich immer um 5 auf, gebe den Katzen was und irgendwie hin. Warum haben wir denn heute so einen Stress gemacht? Ja, weil es heute schon 4:30 war. Ach so. Und ich um 5 erst aufstehen wollte und was geben wollte. Liegt vielleicht daran. Gottes Willen. Na gut, dann hoffe ich mal, dass ich die Nacht etwas mehr Schlaf abbekomme. Ja. Ansonsten nehme ich das nächstbeste Stück und schmeiße nach dem Kater. Sehen tue ich dann nicht, aber hören. Ah. Aber ich treffe es eine andere Sache. Wahrscheinlich eher nicht. Und wenn es stört ihm das auch nicht, dann ist er in 10 Sekunden wieder da. Okay. Gute Nacht. Dann wünsche ich euch gute Nacht und passt auf eure Katzen auf.